Vor circa 2 Monaten gab es ein ziemlich großes Update bei ChatGPT. Und zwar gibt es ab sofort die Möglichkeit der Plugins. Du kannst ab dem Bezahltarif Plugins nutzen und da gibt es jede Menge. Ich habe dazu schon mal ein extra Video gemacht, wo ich alles über Plugins erzähle und auch schon mal welche vorstelle. Es gibt mittlerweile jede Menge mehr. Also als wir uns das erste Mal die Plugins zusammen angeschaut haben, gab es schon circa 33 Seiten an Plugins. Also, was auch schon mal jede Menge ist. Mittlerweile gibt es über 58 Seiten. Es ist also jede Menge hinzugekommen und in diesem Video schauen wir uns die neuen Plugins an. Ich wähle also random Plugins und schaue, was dabei herauskommt. Los geht's. Wir gehen dazu in den Plugin Store und hier schaue ich jetzt ein bisschen rum. Das erste Plugin, was ich ausgewählt habe, ist Mifusi Domain AI und hier wird versprochen, dass es uns freie Domains sucht. Ich kann jetzt also eingeben, was für ein Business ich zum Beispiel habe. In diesem Fall bin ich jetzt ein Life-Coach im Bereich Achtsamkeit und meine Zielgruppe sind Frauen und frage nach Domains, die aktuell frei sind. Ich bekomme jetzt eine Liste mit Domains. Insgesamt sind es 9 Domains, die mir vorgeschlagen werden, die auch noch alle frei sind. Was mir jetzt auf den ersten Blick auffällt, ist, dass die Domains alle ziemlich lang sind. Also zum Beispiel Achtsamkeitscoach für Frauen, Mindful Life Coach for Women. Und persönlich muss ich sagen, dass die jetzt nicht sonderlich kreativ sind. Das nächste Plugin hört sich schon vielversprechender an. Und zwar ist das Jobinterview. Du kannst dich hier für ein Jobinterview vorbereiten. Ich installiere das Ganze und füge jetzt einen Link ein. Also ich habe mich für diesen Job beworben. Bekomme jetzt hier erstmal eine Fehlermeldung und soll die Angaben manuell einfügen. Das machen wir jetzt in dem Fall. Ich kopiere jetzt einfach mal die Aufgaben und das Profil und füge das Ganze hier ein. Und jetzt bekomme ich tatsächlich Fragen gestellt. Für die erste Frage ist das Ganze sogar ziemlich deep. Ich dachte, wir starten jetzt erstmal mit ein bisschen Smalltalk. Ich versuche das Ganze jetzt einfach mal mit einer einfachen Antwort. Hier wird es tatsächlich nochmal nachgehakt. Hier siehst du jetzt nochmal die Folgefragen. Und auch hier finde ich, dass die Fragen ziemlich deep sind. Also, dass es tatsächlich auch Fragen sein könnten, die man bei einem Vorstellungsgespräch für diese Stelle gestellt bekommen kann. Summarize Anything. Summarize Anything verspricht eine Zusammenfassung von einem PDF oder aber auch von einer Webseite, also einem Artikel dir zu erstellen. Das Ganze testen wir jetzt aus. Ich habe jetzt hier einen Wikipedia-Eintrag zu dem Film Titanic von 1997, also echt schon eine Weile her. Ich möchte mir das Ganze jetzt nicht alles durchlesen, das einfach viel zu lang ist. Allerdings möchte ich mitreden können. Fasse mir das Wichtigste zusammen auf maximal 10 Sätze und dann der Link zu dem Artikel. Und auch hier bekomme ich jetzt eine Zusammenfassung. Das sind ungefähr 10 Sätze, also passt genau. Was ich jetzt hier ziemlich interessant finde, wenn man sich den Originalartikel anschaut, gibt es einfach super viele Informationen, von denen ich persönlich super viele auch einfach super uninteressant finde. Und das Tool hat es echt geschafft, hier die wichtigsten Informationen zusammenzustellen. Das nächste Plugin verspricht eine Website innerhalb von 60 Sekunden. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal genauer an. Hier muss ich mich jetzt mit dem Google-Account einloggen. Ich mache das Ganze jetzt mal und bekomme leider eine Fehlermeldung. Das kann auch immer mal wieder passieren bei den Plugins im Plugin Store, also bei ChatGPT. Ich schaue mir jetzt mal die Webseite an. Also hier könntest du eingeben, für was die Webseite sein soll. Und ich kann mir jetzt hier unten auch Beispiele anzeigen lassen. So sieht also die Webseite, also eine Beispiel-Webseite aus. Ziemlich einfach gehalten mit Newsletter. Ich gucke mir auch noch die andere an. Das Ganze ist ziemlich ähnlich. Das Ganze funktioniert jetzt leider nicht bei uns. Ich habe das Ganze jetzt nochmal ausprobiert, habe aber wieder eine Fehlermeldung bekommen. Probier das gerne mal aus, ob das Ganze bei dir funktioniert. Ein Plugin, was ziemlich beliebt ist, ist der PDF-Reader. Du kannst hier ein PDF einfügen, also den Link, und kannst dann verschiedene Fragen stellen. Ich nutze also dafür zunächst einmal das Plugin, was in den Charts ist, also bei Populär. Füge also jetzt hier den Link ein. Ich habe dafür einfach nach einem PDF gesucht im Internet von der Stadt Mannheim mit der Frage, um was es in diesem PDF geht und bekomme jetzt hier eine Fehlermeldung. Aus diesem Grund wähle ich jetzt ein anderes PDF-Reader-Plugin.
und teste das Ganze jetzt nochmal. Ich frage jetzt direkt, wo fuhr das erste Fahrrad? Und ich bekomme jetzt direkt die Antwort, das erste Fahrrad fuhr in Mannheim und bekomme nochmal den Hinweis, dass das Ganze auf Seite 5 zu lesen ist. Ich teste das Ganze jetzt direkt noch einmal. Es geht in diesem PDF auch um den Paradeplatz. Das ist ein Platz in Mannheim und frage, was kann man am Paradeplatz machen? Auch hier bekomme ich jetzt wieder eine Auflistung an Aktivitäten, die ich am Paradeplatz machen kann und auch wieder mit dem Hinweis, auf welcher Seite das Ganze zu finden. Die PDF-Plugins finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant und hätte ich mir damals zum Studium auf jeden Fall gewünscht. Vor allem bei langen PDFs kannst du hier einiges an Zeit sparen und kannst einfach die Fragen direkt in den Chat schreiben. Das nächste Plugin ist Reminders und hier kann ich mich erinnern lassen an verschiedene Events, Veranstaltungen, Geburtstage. Eine gute Möglichkeit, wenn du nicht genau weißt, für was du ein Plugin nutzen kannst, ist, dass du es einfach fragst. Also ich gebe einfach in den Chat ein, was kann dieses Plugin und nenne mir auch immer Beispiele. Ich kann also Erinnerungen hinzufügen, ich kann Erinnerungen löschen. Das Ganze mache ich jetzt einfach mal. Ich füge jetzt einen Geburtstag hinzu am 25. Juni. Da der 25. Juni noch ziemlich weit in der Zukunft liegt, mache ich das Ganze jetzt noch mit einem Event, was in 5 Minuten stattfindet, und zwar der Kaffeepause, um einfach zu testen, ob das Ganze funktioniert. A few moments later. Wir haben jetzt 10:30 Uhr und ich habe leider keine Benachrichtigung um 10:25 Uhr bekommen. Persönlich würde ich das Ganze jedoch auch dann eher direkt in meinen Google-Kalender eintragen und sehe jetzt hier nicht unbedingt den Mehrwert. Halt, stopp! Halt, stopp! Kleine Unterbrechung, doch die lohnt sich. Falls du interessiert bist an weiteren Informationen zu Plugins, AI-Tools und vielem mehr, schau unbedingt mal in meinem Newsletter vorbei. Den verschicke ich alle 2 Wochen freitags und da werden dann Informationen wie diese hier noch deutlicher zusammengefasst. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß! Kommen wir zum nächsten Plugin. Auch bei diesem Plugin frage ich ChatGPT wieder, was das Ganze kann. Ich bekomme hier die Information, dass ich mir Farbtöne generieren lassen kann für Brands, für die Stimmung und für vieles mehr. Meine erste Anfrage ist daher für einen Newsletter. Ich schreibe einen Newsletter für Halloween und möchte hier die richtigen Farben nutzen. Das ist noch relativ einfach, wie ich finde. Und ich bekomme jetzt hier eine Auflistung an Farben, die sich gut eignen für diesen Newsletter. Immer noch mal mit einer Erklärung, das finde ich ziemlich hilfreich. Und was auch ziemlich gut ist, dass ich auch eine Farbpalette aufgezeigt bekomme. Wordly. Von Wordly habe ich das erste Mal vor circa 1, 2 Jahren gehört, als Freunde mir davon erzählt haben und dass die täglich dieses Wordly-Rätsel lösen und habe in den Chat geschrieben, dass ich eine Runde spielen möchte. Im Anschluss habe ich 5 Buchstaben in den Chat geschrieben, das war die Aufforderung. ELM und S sind an der richtigen Stelle. Der Buchstabe I ist auch richtig, jedoch gehört er woanders hin. Ich habe dann nicht wirklich verstanden, wie viele Buchstaben denn das Wort hat. Weil wenn das Wort jetzt tatsächlich nur 5 Buchstaben hat, gibt es ja nicht mehr so viele Optionen, wo das I hingehört, wenn die anderen Buchstaben richtig sind. Ich habe deswegen nochmal ein A in den Chat geschrieben und habe jetzt auch wieder die Info, dass das A richtig ist, aber auch an der falschen Stelle. Ich will jetzt hier einfach nur noch die Auflösung, weshalb ich Lösung in den Chat schreibe, aber das klappt jetzt nicht ganz. Hier bekomme ich jetzt tatsächlich eine Fehlermeldung, dass die Buchstaben Lösung nicht im Wort enthalten sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es an Wordly liegt, dem Plugin oder an mir. Falls du die Lösung hast, schreib es mir unbedingt mal in die Kommentare oder ob ich einfach nur komplett auf dem Schlauch stehe. Das nächste Plugin hilft uns bei der Filmsuche. Also wenn du jetzt einen Filmabend vor dir hast, kannst du hier einfach deinen Lieblingsfilm eintragen oder auch deine Stimmung, die du gerade hast. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal. Ich schreibe jetzt hier, mein Lieblingsfilm ist und ich möchte etwas Ähnliches sehen. ChatGPT liefert mir jetzt 3 Filmvorschläge mit immer noch einer kleinen Erklärung und einem Link zu Amazon. Den zweiten, also Her, habe ich tatsächlich geguckt und fand den Film auch ganz gut. Was also passen könnte zu meinem Ursprungsfilm, den ich genannt habe. Ich teste das Ganze jetzt noch mit einem anderen Film, Deep Blue Sea. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Der ist ein bisschen trashig. Es geht hier um Haie. Und auch hier frage ich ChatGPT nach ähnlichen Filmen. Zu meiner Überraschung dauert das Ganze jetzt ziemlich lange. Doch ich bekomme trotzdem noch eine Antwort. Fazit. Persönlich fand ich einige der Plugins ziemlich interessant. Vor allem das Summarize-Plugin oder auch das Chat with PDF. Auch das Interview-Plugin für Vorstellungsgespräche.
Auf der anderen Seite gab es auch andere Plugins, die ich jetzt eher nur so mittelmäßig fand. Das kann daran gelegen haben, dass die zum einen nicht funktioniert haben oder dass ich sie einfach jetzt nicht gut fand. Schreib mir unbedingt mal in die Kommentare, welches Plugin du am interessantesten fandest. Und falls es ein Plugin gibt, was ich jetzt hier nicht behandelt habe, was aber ziemlich interessant ist, schreib mir das Ganze auch nochmal in die Kommentare. Dann schaue ich mir das im nächsten Video an. Viele Grüße und bis bald!